Also Streetwork ist eigentlich für Jugendlichen da, die in der Gesellschaft ja leichte Probleme haben, die was mit Arbeitssuchen schwer an, die was mit Gesetz in Konflikt gekommen sind. Und ja, Streetwork hilft eigentlich solche Jugendlichen weiter mit Auskünften, wo sie hier können, welche Rechte das haben und ja, wo man Rechtsanwalt will gekriegt. Und das ist für mich einfach Streetwork, Jugendliche, die was nicht ins Schema F, sagen wir, von den anderen Jugendlichen einfallen. Um solche Jugendliche kümmert sich eigentlich Streetwork. Ich glaube, die Definition von Streetwork ist irgendwie so, ist halt eine niederschwellige Einrichtung, Anlaufstelle für diverse Probleme von hauptsächlich Jugendlichen. Ich glaube, ist so die grobe Definition von Streetwork. Wie mir Streetwork gefällt. Naja, eigentlich ganz gut, weil Streetwork, allein die zwei Streetworker, was da sind, auch wenn das immer ein bisschen wechselt und so, sind eigentlich sehr angenehme und lustige Leute, mit denen man auch ziemlich viel Spaß haben kann. Und die Atmosphäre darin ist eigentlich ziemlich angenehm. Ja, für mich ist es halt so eine Institution, wo ich sage, okay, da kann echt jeder herkommen, egal wer und wann. Und Sachen bzw. Probleme diskutieren, egal um was das geht. Das heißt, du kannst halt in der Freizeit vorbeischauen und sagst, gut, schaust du mal auf den Café vorbei oder auch, wenn es wirklich irgendwelche Sachen zum Bereden gibt. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist Streetwork aus einer Notsituation heraus entstanden. Wir haben auffällige Jugendgruppen gehabt und man hat eigentlich nicht recht gewusst, wie man mit dieser Situation umgehen soll. Und Streetwork ist dann institutionalisiert worden, nach anfänglichen kleinen Problemen der Kommunikation hat sich dann auch ein Sure-Fix entwickelt, dass wir also ständig auch mit den Institutionen, die mit Streetwork zu tun hatten, Kontakt hergestellt hat. Und mittlerweile ist Streetwork eine Institution geworden, die im Bezirk Vöcklabruck meiner Meinung nach unverzichtbar ist. Wir bieten damit für Jugendliche eine Möglichkeit des Zugangs an, Problemlösungsansätze zu ermöglichen, die durch andere Einrichtungen eigentlich nicht möglich wäre. Streetwork im Bezirk Vöcklabruck erlebe ich so, dass Jugendliche die Möglichkeit haben, auf der Straße, wie das Wort sagt, mit euch in Kontakt zu treten. Wobei ich in den letzten Jahren gemerkt habe, dass sich das schon verändert hat, dass ihr sehr viel Kontakt zu Jugendlichen habt, die lange Zeit betreut werden. Streetwork. Streetwork. Wie soll ich das bezeichnen? Wie soll ich das jetzt dazu sagen? Also Streetwork ich darf es als soziale Einrichtung bezeichnen. Anlaufstelle für Jugendliche, für Obdachlose. Ja, eine soziale Einrichtung, sagen wir es mal so. Anlaufstelle für Jugendliche, die was in Not haben. Streetwork für mich ist ein vielfältiges Leistungsgebiet. Beschäftigt sich für mich vor allem mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen in vielfältigen Lebenslagen und vielfältigen Problemlagen. Also das heißt einmal, die Jugendlichen, jungen Erwachsenen zu erreichen, mit einem sehr niederschwelligen Angebot, mit wenig Vorgaben und da einmal schauen, was ist Sache, was ist zu tun, was für Probleme oder müssen gar nicht Probleme sein, sondern eine aktive Unterstützung bei Freizeitveranstaltungen oder bei anderen Dingen, die sie gerade beschäftigen, sie zu unterstützen. Streetwork ist für mich die erste Anlaufstelle für Jugendliche, für junge Erwachsene, damit sie da ihre Lebenskultur bestmöglich leben können und in vielen Bereichen zur Lebensbewältigung die Streetworker beitragen sollen. Wir sind damals einfach irgendwie daher.
Wie und warum, weiß ich nicht mehr. Aber dann waren wir halt einfach über da. Dann war ich eine Zeit nicht mehr da und dann war ich wieder ganz oft bei. Da war ich 13 und da sind ein paar Freunde von mir hergekommen und ich bin einfach mitgegangen. Aber seit ich 13 bin, komme ich eigentlich regelmäßig her. Boah, wie bin ich mit Triebwerk in Kontakt gekommen? Das ist schon so lange her. Also ich bin eigentlich mit der ersten Generation von den Streetworkern in Vöcklabruck in Kontakt gekommen. Damals war eigentlich das Szene-Lokal in Vöcklabruck der Stadtkeller. Und ja, irgendwann sind die Streetworker dort einmal auftaucht. Und haben sie einfach, ja, wir waren einfach damals das, wie soll ich sagen, das Klientel für einen. Also wir, ja, wir sind genau dort reingefallen. Und dort Troubles gehabt, da was nicht passt. Und sie haben uns eigentlich über die Jahre immer wieder weitergeholfen, was wo Probleme gegeben hat. Auch wenn wir Veranstaltungen geplant haben, haben sie versucht, dass sie uns weiterhelfen. Und ja, so haben wir eigentlich die ganzen Jahre mit Streetwork zusammengearbeitet. Und ich habe später dann auch noch mit Streetwork zusammengearbeitet in der Sache von Alarmstufe Rechts, Jugend gegen rechte Gewalt, wo Streetwork ein großer Teil von dem Projekt war, wo Standard gemacht haben, auch noch andere Sachen für das Ganze organisiert haben und ein großer Teil der Organisation war. Das Konzert haben wir dreimal gemacht und ja, und so habe ich mit Streetwork damals zusammengearbeitet. Irgendwann wächst man aus Streetwork raus, als Klient, sagen wir mal. Ja, schon vor einigen Jahren ist eigentlich jeder mit zu Streetwork gekommen und dann hat sich so angefangen, wenn wer Probleme hat, kann man kommen. Wenn halt irgendwas war, dann war ich da und das wieder geschaut, dass man das wieder hinkriegt. Damals in der Hauptschule haben sie einen Workshop bei uns gemacht. Und ja, ein paar Leute haben dann eben gesagt, also es war dann immer so, dass am Donnerstag haben sie Öffnungszeiten gehabt. Und ein paar Leute haben einfach gesagt, ja, gehen wir da mal hin, schauen wir sich das an. Das haben wir dann auch gemacht und ja, ich bin auch da geblieben. Ich denke, wir haben einen guten Kontakt von der Jugendwohlfahrt zu Streetwork, wenn es notwendig ist. Uns ist völlig klar, dass Streetwork parteiisch arbeitet, dass ihr Erlaubnis braucht von den Jugendlichen, wenn ihr mit der Jugendwohlfahrt in Kontakt treten wollt. Und das ist uns auch klar, dass das nicht anders geht, weil das eine parteiliche Arbeit ist. Und ich denke, wenn ihr Kindeswohlgefährdung feststellt in der Arbeit mit Jugendlichen, dann besprecht ihr das mit den Jugendlichen, dass ihr das uns melden müsst oder mit unser Gespräch zustande kommen muss. Und wenn das nicht ist, dann müsst ihr es trotzdem machen und das funktioniert. Ich denke, ihr habt mit den einzelnen Sozialarbeiterinnen unterschiedlich viel Kontakt, aber dort, wo es notwendig ist und wo ihr glaubt und denkt, dass Jugendwohlfahrt das braucht, dreht ihr an uns heran und gibt Zusammenarbeit. Und ich denke, das passt so. Und mit dem jährlichen Schulfix habe ich auch den Eindruck, dass es ein Austausch und eine Information und einen Kontakt gibt, der aus meiner Sicht von Jugendwohlfahrt ausreichend ist. Ja, ich denke mal, generell ist diese Kooperation oder diese Vernetzung der Sozialarbeiter ein wichtiges Thema, um gut arbeiten zu können. Und gerade mit im Bereich der Jugendarbeit oder im Streetwork gibt es eine Menge an Kooperations- und Netzwerkpartnern. Neben der Sozialberatungsstelle denke ich mal, da auch, sind wichtige Kooperationspartner, beispielsweise die Schuldnerberatung, die Wohnungslosenhilfe, aber auch vielleicht Icarus, Drogenberatung. Also es kommt immer darauf an, welche Fragestellungen, welche Bedürfnisse müssen abgeklärt werden, beziehungsweise wo ist der Hilfebedarf. Und daran richtet sich natürlich auch dann die Kooperationsstelle. Naja, wir haben immer wieder Überschneidungen im Bereich von unserem Klientel, gerade bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen, ist schon öfters angesprochen, da wo es halt noch nicht zu einem manifesten Suchtbild kommt, sondern einmal wo ein Probierkonsum ist oder ein Konsum, der schon in Richtung einer Abhängigkeit führen kann, aber wo es noch nicht so weit ist und wo halt geschaut wird, wie gehen wir weiter zum Wohle des Jugendlichen oder des betroffenen jungen Erwachsenen. Und da haben wir im Rahmen vom Basecamp sehr eng zusammengearbeitet und das hat sehr gut funktioniert. Da gibt es viele Überschneidungspunkte. Und ich schätze immer diese Auseinandersetzung mit den Streetworkern,
weil die einfach über die Lebenskultur, über sehr viel Bescheid wissen. Das ist mir immer wichtiger im Rahmen, wenn es nicht nur um Klienten geht, sondern um diesen Austausch, was ist gerade los, wie entwickeln sie Szenen, weil sie einfach ständig am Ball sind und wie Ball sind, besonders in Vöcklabruck. Leider gibt es das nicht in anderen Orten, zwar Streetworker für den ganzen Bezirk ist ein bisschen wenig, dass da einfach ein wichtiger Informationsaustausch ist, weil die einfach sehen durch ihre ständige Szenenpräsenz, wo drückt der Schuh, wo sind neue Hotspots, was ist gerade Sache. Und das sieht man oft auch im Rahmen dann dieser Statistiken, wo sich hin die Jugend entwickelt. Streetwork ist eine Einrichtung, wo es sehr schwer ist, einen Nutzen sozusagen in Zahlen zu errechnen. Das geht einfach nicht. Man müsste eine Hypothese machen, was wäre, wenn wir Streetwork nicht hätten. Ich gehe mal davon aus, dass der Nutzen für Jugendliche, die in engerem Kontakt mit Streetwork sind, sehr hoch ist. Sie haben eine Stütze, ohne dass sie das jetzt so selber so richtig wahrnehmen und können dadurch wiederum andere Denkweisen entwickeln. Und der Nutzen für die Gesellschaft, würde ich sagen, oder letztlich auch für die Gemeinden, die mitzahlen, liegt vor allem den Dingen darin, dass die Jugendlichen sich ins Gesellschaftsleben wieder einklicken und wenn sie dann älter werden oder herauswachsen aus dieser Zeit, manche Hürden überwunden haben, die sie sonst vielleicht nicht alleine geschafft hätten. In schweren Zeiten, wo ich gesagt habe, ja gut, da war schon eine Hilfe immer da. Also, aber so Kleinigkeiten, beziehungsweise auch wenn es um große Sachen gegangen ist, man hat gewusst, du kannst herkommen, kannst mit denen reden und die geben dir Tipps. Ich weiß ja vom Freund, dass sie wirklich auch aus manchen Sachen wirklich außerhelfen wollen und dass da wirklich irgendwo ein bisschen die Steine von dem Weg ein bisschen wegkramen wollen. Das ist cool. Das ist cool. Ja, das ist zum Beispiel zum Hauptschulabschluss so. Weil ich war ohne die, sage ich jetzt einmal, wahrscheinlich nie da hingegangen. Beziehungsweise hätte nicht so eine Hilfe gehabt. Zum Lernen und auch zum Mitgehen und so weiter und so fort. Finde ich halt. Hilfreich. Schwarz am Sorgen. Ich sage so, in der jetzigen Situation ist ich mir irgendwie so als Klient, aber wenn ich ein wenig zurückgehe in der Zeit, es hat schon Fälle gegeben, da war das Streetwork sehr hilfreich, speziell auch vor, das war eine Gerichtsbegleitung. Damals, da war das Streetwork sehr von Nutzen, zum Beispiel denke ich nur an so Geschichten wie Akteneinsicht machen und Pflichtverteidiger aussuchen und so, das sind lauter Geschichten. Die weiß man so nicht, wenn man mit denen noch nie was zum Tor gehabt hat und das war damals viel wert und auch so einfach einmal das Gespräch irgendwie, ja, das ist schon viel wert wie damals und heute auch noch immer irgendwie. Also ich weiß, ich kann jederzeit kommen und einmal ein Gespräch mit irgendwem vielleicht vorführen. Für mich persönlich nicht, aber zum Beispiel meinem Bruder haben es voll geholfen, wenn der Probleme gehabt hat mit dem Gericht oder sonst irgendwas. Waren sie immer für einen da und haben ihn dafür unterstützt. Persönlichen Nutzen? Naja, vielleicht Nutzen speziell nicht, aber es gibt sicher einen Grund, weil umsonst bin ich jetzt nicht jahrelang schon da. Aber das kann ich jetzt nicht so richtig beantworten, weil ich selbst ja keine, ich weiß nicht, Drogenprobleme oder irgendwas habe. Nutzen sehe ich darin, dass ich jemanden habe, wo ich die Schüler hinschicken kann, wenn sie, wie gesagt, Probleme haben mit Lehrstellen, mit Elternhaus, ist für mich ein großer Nutzen, wenn ich weiß, dass ich sie zu jemandem schicken kann. Wenn sie Probleme haben, wenn sie ja, mit den Eltern, wo sie wirklich mit niemandem sprechen können und auch nicht wollen,
dass man das weitererzählt, dass man zur Polizei, wir sind verpflichtet, zur Polizei zu gehen, wenn es irgend um etwas geht. Sie nicht. Und das wäre für uns wichtig. Profit ist auch der, dass die Streetworker das erste Mal mit, oder oft das erste Mal mit Sozialarbeit in Berührung kommen, da Sozialarbeit kennenlernen, einmal wissen, da kann ich Vertrauen aufbauen, also Menschen, die erwachsen sind, die als professionelle Freunde oder professionelle Helfer da sehr viel zur Unterstützung beitragen, obwohl die Leute das oft gar nicht erkennen, dass das jetzt Sozialarbeiter sind, sondern einfach die Streetworker als professionelle Freunde angesehen werden, die da sehr viel voran weitertreiben können. Eine Sache war damals, ich habe meinen Meisterschul gemacht und da habe ich den Arbeitgeber entlassen und Streetwork hat da noch irgendeine Förderung gehabt, da haben sie mir praktisch unterstützt mit Geld, dass ich die Meisterschule, die erste Klasse zu Ende führen kann, weil ich keine Arbeitslosen gekriegt habe. Das war mir eine große Hilfe und ja, auch damals waren auch keine unbescholtenen Jugendliche, sage ich mal, haben uns irgendwelche Troubles gegeben, aber haben sie uns halt nicht weitergeholfen. Das war eigentlich, ja, Nutzen kann man schlecht sagen, also sie, ja, ist irgendwo Freundschaft da gewesen. Und man hat sich unter Freien einfach weitergeholfen, so gut das gegangen ist. Sagen wir mal so. Ja, die Wünsche an Streetwork sind eigentlich die gleichen, wie sie schon seit vielen Jahren bestehen. Wir, und wenn ich von wir spreche, dann meine ich jetzt die institutionalisierte Jugendarbeit, wünschen uns, dass wir gut zusammenarbeiten können, dass es ein Miteinander gibt, einen Austausch, ohne dass aber andererseits Jugendliche das Gefühl haben, sie stehen einer staatlichen Organisation gegenüber, die sie ein bisschen kontrolliert. Da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein und einen Mittelweg gehen und das ist bisher gut gelungen und da wünsche ich Streetwork und wünsche ich uns, dass das in dieser Form weitergehen kann. Der Nutzen ist für uns, dass wir wissen, es gibt Streetwork. Dass wir wissen, es gibt für manche Jugendliche, die wir in der Jugendwohlfahrt nicht betreuen und begleiten, es ein niederschwelliges Angebot gibt, wo man es hinschicken kann. Wo man sagen kann, da gibt es Streetwork, da gibt es Bürozeiten, da gibt es einen Treff, da gibt es eine Streetworkerin und einen Streetworker, mit denen kann man in Kontakt treten. Das ist der Benefit für die Jugendlichen. Für uns als Jugendwohlfahrt ist es das, dass es ein niederschwelliges Angebot gibt, das ihr abdecken könnt, was wir nicht tun können. Freizeitmöglichkeiten, Freizeitgestaltung, das Fußballturnier, das ihr plant, das sind Sachen, die wir als Jugendwohlfahrt nicht machen können, wo wir wissen, dass Jugendliche das brauchen. Oder womöglich ein Projekt zu starten, was ihr vor Ort seid in einem Stadtteil oder in einer Gemeinde, wo wir mit euch zusammenarbeiten und sagen, da glaubt man das, was notwendig ist und da startet ihr was. Eine Sozialraumanalyse zu machen und uns dann die Ergebnisse zu sagen und wo wir dann draufkommen, das ist ähnlich, unsere Wahrnehmung ist ähnlich und wir reden vom selben und ihr könnt dort präsent sein. Das ist unser Nutzen, den wir haben von euch. Ich kenne Streetwork fast von Anfang an und für mich passt es sehr gut, so wie wir jetzt zusammenarbeiten. Ich wünsche mir, dass das weiter so geht und bleibt, dass der Austausch möglich ist, dass der informelle Kontakt bleibt. Und ich wünsche mir, dass es so einzelne Ansätze, Projekte von Streetwork gibt in Stadtteilen oder in Gemeinden, wo wir als Jugendwohlfahrt einen Nutzen haben und wo wir zusammenarbeiten können und wo wir Jugendliche hinschicken können. Nicht wirklich. Ich finde das eigentlich, jetzt genau wie es ist, eigentlich ziemlich angenehm. Und ja, sie machen eigentlich eh immer, also die Streetworker machen eigentlich eh immer irgendwelche Sachen, da braucht man eigentlich nicht, also selbst nicht so drüber nachdenken und was nicht Vorschläge machen. Weil es funktioniert so auch ganz gut. Ich finde eigentlich, dass es so passt, das ist. Ich finde nicht, dass man sonderlich was verändern sollte, es passt voll. Es ist mehr für mich mehr wie ich rede es mit einem guten Freund und so soll es ja auch sein. Also es ist informativ und es hilft auch weiter, wenn man mit euch redet und ich finde, es soll einfach so bleiben. Das ist okay so. Super.
Nein, ich finde es eigentlich voll super, so wie es ist. Weil wir viele Projekte machen und Ausflüge und sie schauen halt immer, dass wir viel gemeinsam machen in so großen Gruppen, dass keiner alleine ständig und immer integriert wird und das finde ich voll klasse. Persönlich wünsche ich nicht so, ich denke mal, bearbeitet wird eh nicht leichter, so viel Eich, weil es einfach die Szene nicht mehr so gibt auf der Straße, wie es damals noch war, vor ein paar Jahren irgendwie. Es ist mir jetzt da eh die Leute suchen irgendwie. Ich persönlich, weiß ich nicht, habe jetzt nicht mehr irgendwie einen konkreten Wunsch ans Streetwork. Nicht wirklich, nein. Nicht wirklich. Ein Wunsch ans Streetwork. Nein, Wunsch eigentlich keinen. Wunsch eigentlich keinen, nein. Für mich ist Streetwork ganz ein wichtiger Teil in der sozialen Landschaft und in der sozialen Arbeit. Und ich denke, so eine große Stadt wie Vöcklabruck braucht Streetwork und die Jugendlichen sollen wissen, es gibt Streetwork, es gibt professionelle Menschen, die sie unterstützen in der Bewältigung mancher Lebenslagen. Ich denke, das ist eine ganz notwendige Geschichte, Streetwork zu haben und ich bin sehr froh, dass es euch gibt.